Messe TV bei der GoFuture 2017. Ein großes Thema auf der Messe ist ZAM, Zukunft Ausbildung im Mühlenkreis. Und da macht zum Beispiel auch ein Unternehmen mit. Da fing das mal so richtig an, groß zu werden mit einer kleinen Klemme. Und da brauchte man dann keine Schrauben mehr. Das Unternehmen Vago, ich kenne es noch als ganz, ganz kleines Unternehmen, mittlerweile riesengroß, ein wahnsinnig großer Arbeitgeber im Kreis und in der Welt. Thomas Heimann kommt von Vago. Sie machen bei ZAM mit, bilden natürlich auch selber aus. Der Grund, warum Sie auch bei ZAM mitmachen? Ja, zum einen sind wir Gründungsmitglied von ZAM e.V. und wir haben damals für uns erkannt, dass das natürlich auch ein Teil zu unserer sozialen Verantwortung gehört, in der Region mehr auszubilden. Wir haben viele Möglichkeiten, um Kleinere auch zu unterstützen. Und das ist ja dieser Vereinsgedanke. Welche Verbundausbildungsmöglichkeiten gibt es bei Vago? Sowohl technische als auch kaufmännische. Wir haben Industriemechaniker, Werkzeugmechaniker, aber auch Industriekaufleute, Kauffrauen für Marketingkommunikation. Also das entscheiden wir jedes Jahr neu und haben immer sehr gute Kooperationspartner. Sie haben ja eine Menge mehr an Angeboten. Vago ist auch ein Unternehmen, was stark auf die Ausbildung setzt. So auch das duale Studium. Ja, das duale Studium, seitdem wir hier den Campus in Minden direkt vor Ort haben, haben wir auch das weiter ausgebaut. Inzwischen haben wir über 100 Studierende am Campus gehabt oder aktuell im Studium. Wir sehen das für uns als für die Region eine ganz große Chance und deswegen stärken wir das Ganze auch. Es ist ein Erfolgsmodell, wie ich finde, es hat sich sehr gut hier etabliert. Das ist ganz, ganz wichtig und das macht natürlich auch Leute aus der Region stark und stolz, wenn ein Unternehmen so viel für die Region auch macht. Wie ist denn die Chance, sich weiterzuentwickeln, wenn ich denn mit der Lehre oder mit dem Dualstudium fertig bin? Also ich glaube, wir haben eine sehr hohe Übernahmequote. Also bei uns ist die Übernahmequote bei 98%. Der bundesdeutsche Durchschnitt liegt bei 68. Ich glaube, sicherlich liegt es zum Teil daran, weil wir einen sehr umfangreichen Auswahlprozess haben und viele Fördermöglichkeiten im Unternehmen. Und insofern kann man davon ausgehen, wenn man eine engagierte Ausbildung hinlegt, dass man dann auch übernommen wird. Das hört sich sehr gut an. Vielen Dank, Thomas Heimann von Vago. Auch auf der Messe GoFuture 2017. Holt euch die Infos über die ZAM-Ausbildung bei Vago, die normale Ausbildung bei Vago oder das duale Studium.